Hallo, willkommen beim 1000-Wecker-Report. Livestream heute mit dem Thema Goldaktientief erreicht. Disclaimer. Goldaktientief erreicht. Ist das Goldaktientief erreicht? Der GDX hat offenbar ein seit 2. April 2020 zurückliegendes Gap heute geschlossen. Siehe die beiden Kreise jeweils am Ende der roten Linie. Das Schließen solcher Gaps, also das Schließen der Lücke zwischen zwei Kerzen, signalisiert in der Regel eine Trendwende. Und da wir bereits sehr tief sind, dürfte das ein gutes Zeichen für für bald steigende Kurse sein. Ja, mehr oder weniger sind eigentlich wirklich fast alle Ge Gewinne eigentlich hier wieder rausgenommen worden seit 2020, außer dieser extrem tiefen Kerze und Spitze. Also wir sind absolut tief, viel günstiger kann es nicht werden und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt von hier ein Anstieg erfolgt, ist groß. Bullish Percent Goldminer Index. Auch der Bullish Percent Goldminer Index deutet es ebenfalls an. Die wichtigsten Indikatoren MDAC und RSI sind am Boden, also eine klare Kaufgelegenheit aus meiner Sicht. Das Tief im März 2020 lag bei 7,6 und stieg dann im August auf 100. Aktuell sehen wir noch immer ein höheres Tief von 10,34, eine Trendumkehr und wir sind gerade bei 13,79, also noch sehr viel Luft nach oben. Ja, Sie sehen es, das absolute Tief war hier bei 10,43, damals im April 2020 7,69, sage ich mal, dieser Stimmungsindex mehr oder weniger. Also wirklich auch von der Hinsicht ein seltener guter Einstiegspunkt für Goldaktien von Stimmungsseite her. Ja, hier eine neue Mine, angehender Goldproduzent in Australien, hohes Risiko. Hier handelt es sich um ein australisches Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen mit einer kleinen strategischen Plan, ein Weltklasse-Goldunternehmen zu entwickeln. Die Explorations- und Produktionsrechte erstrecken sich über eine Fläche von 17.500 Hektar. Also Beginn der Förderung der bestehenden 620.000 Goldreserven, also direkt MNI, Measured and Indicated, Aufwertung der Goldressource von 14 Millionen Unzen, was entfernt ist, durch Abbausteigerung der Goldproduktion auf 300.000 Unzen pro Jahr. Das Unternehmen hat während der Testabbauphase Goldproduktion 100.000 Unzen produziert. Die gewonnenen Erkenntnisse sind von unschätzbarem Wert für die Planung künftiger Betriebe. Die Schätzung der Goldreserve bedeutet eine Lebensdauer der Mine von mehr als 30 Jahren hin. Bei dem Goldfeld handelt es sich um ein bewährtes, riesiges, hochgradiges, orogenes Lodengoldsystem, in dem von 1920 über 205 Tonnen Gold mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 38 Gramm pro Tonne befördert wird. Also hier nochmal die Ressourcen, abgeleitete Mineralressourcen, 14 Gramm pro Tonne, also hochgradig, 14 Millionen Unzen und die konkret gemessenen sind 620.000 Unzen bei 7 Gramm auch Hochgrad. Ja, wie gesagt, die visieren eine Produktion von 300.000 an. Sie haben sehr niedrige Cashkosten von Gold um die 600. Das ist für ein westliches Land sehr günstig. Es ist wirklich eine gute Jurisdiction. Das ist jetzt nicht irgendwo beispielsweise, wie wir es gestern hatten, in Venezuela. Das Land des Australien hat den Faktor 1. Grad des Goldes ist sehr hoch. Es sind sehr große Ressourcen, hat extrem niedrige Marktkapitalisierung. Möglicherweise ist das im Verhältnis der niedrigste bewertete angehende Goldproduzent der Welt. Also auch der Chart zeigt Boden und es scheint weiter auszubrechen. Da fand jetzt vor relativ kurzem Managementwechsel statt. Kann auch sein, dass das der Aktie hilft. Das wurde im Prinzip nicht besonders gut gemanagt, aber hohe Goldpreise etc. können hier theoretisch auch Wunder wirken. Dann kommt man auf diesen verrückten Potenzialfaktor von 730. Und die Aktie ist das knapp, ja, würde ich mal sagen, knapp 1 Cent bewertet, könnte theoretisch auf $5 steigen. Ja, das sollte man nun jetzt nicht erwarten, aber das gibt halt die Mathematik her. Die haben 14,6 Millionen und noch weiteres Potenzial abzubauen. Das ist hochgradig, ist in Australien. Niedrige Cashkosten waren 300.000
produzieren. Also wenn sie, sage ich mal, ihre organisatorischen Probleme kriegt, hat das eine theoretischen, es ist eine Aktie mit theoretisch enormen Potenzial. Ja, wir versuchen solche Aktien zu identifizieren, wie in den 1970er Jahren. Da sind sie teilweise von 15 oder 20 Cent auf 15, 20, 30, teilweise 40 Dollar gestiegen. Also man konnte aus 1000 Euro 50, 100, teilweise eine Viertelmillion machen. Aus was Ähnliches hoffen wir auch. Warum? Weil wir im Augenblick wesentlich tiefer und unterbewertet ist, als wir damals in der Vergangenheit je gewesen sind. Wir sind auf dem Allzeittief. Wenn es jetzt wirklich zu einer Goldaktienrallye geben könnte, sind auch solche Anstiege theoretisch rein mathematisch möglich. Was kann man jetzt noch tun? Wir kaufen Goldaktien mit großen Ressourcen und Superlativen, die Investoren dann in Zukunft hoffentlich dementsprechend bewerten, wenn das große Geld reinläuft. Im Augenblick, wie gesagt, sind im Goldsektor sind 0,5% im Goldsektor, wenn zum Beispiel 1980 ein Höhepunkt des letzten Booms 26% im Goldsektor waren. Jetzt sind es 0,5, damals 26. Also Sie sehen, da ist noch eine ganz schöne Lücke zu schließen. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen, solche Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen. Wir rechnen Potenzialfaktor. Wir haben auch eine Exit-Strategie dabei. Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung kann ich auch anbieten. Ja, Einlagen von Gold und Silber, Einkaufsgemeinschaft. Das ist, sage ich mal, ein technischer Abwickler. Sie überweisen einfach und sofort ist Ihr Gold und Silber im zollfreien Lager in der Schweiz gemacht. Denn so eigentlich ist es wieder verkaufen. Es gibt keine Mindestinvestitionssumme. Und das Unternehmen hat versichert, dass sie zu jeder Zeit auch in Krisen bislang an Gold und Silber gekommen sind, was vielleicht in Zukunft nicht unwichtig ist. Ja, gold.de, schauen Sie auf die Vergleichsportale, wollen Sie physisches Gold kaufen. Nützliche Informationen, da finden Sie Informationen, mit welchem Broker kann man arbeiten, weitere Landwirtschaft, Literatur über Goldaktien, weitere Informationen von anderen Analysten, Fachleuten, Diskussionsportale wie CO, CA. Wenn Sie Fragen generell haben, zum Report, Anregungen, wie auch immer, stehe ich Ihnen unter angegebene Telefonnummer jederzeit zur Verfügung. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Sie es noch nicht bereits getan hat, wenn Ihnen der Inhalt so zusagen würde oder wenn Sie glauben, dass es auch anderen für andere von Interesse sein sollte, dann würde sich das nämlich verbreiten. Ja, nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.